Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass wir die ganzen kleinen Kisten und so nicht holen werden. Naja, also zumindest nicht in den Aufnahmen. Ich bin auch mittlerweile so weit zu sagen, dass wir halt auch diese größeren Schätze hier nicht machen. Ja, das ist dann meistens hier diese Kohlebarren und ja, wenn es mal eine Fähigkeit ist oder sowas, dann zeige ich die dann in der nächsten Folge sozusagen. Was ich aber gerne machen würde, ist diese Rätsel. Ja, ich weiß nicht, ob diese Artefakte, die könnte man auch machen. Würde ich jetzt auch mal sagen, Artefakte und Rätsel machen wir, die Reichtümer und Kisten nicht. Weil bei den Rätseln kann es natürlich immer sein. Ich würde auch das zuerst machen, bevor wir Menü Vili reden. Den können wir da eigentlich schon mal hingehen, während ich erzähle. Aus seinem Gucken. Kann ich da runterspringen? Ich hoffe. Okay. Komm. Rücken gebrochen. Ja, also weil bei diesen Rätseln, das kann ja dann immer ein Drängerkampf sein. Das kann ein legendäres Tier sein. Es kann einer von diesen Töchtern sein. Das sind eigentlich immer ganz spannende Sachen. Oder auch mal eine witzige Geschichte oder so. Na, das ist alles möglich. Deswegen würde ich die doch schon gerne machen. Also alle. Wer? Was? Wer und was? Ein Wolf. Warte, lässt du mal mein Pferd in Ruhe? Oh, Mr. Rabbit. Oh, Mr. Rabbit wird von einem Wolf gejagt. Aber Mr. Rabbit ist buggy. Der wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Mr. Rabbit, er ist buggy. Aber der Wolf ist down. Okay. So, ich habe auch mittlerweile einen neuen Bug rausgefunden, ja. Es ist immer schön, sowas rauszufinden. Und zwar mache ich ja offline das Fischen. Ja, für den kleinen Jungen in unserer Fischerhütte da. Ach, guck mal, das ist sogar hier ein Kampf, siehst du? Da bin ich mal gespannt. Bevor wir da reingehen. Da ist das so. Also ach, guck mal, hier ist auch eine Kiste, sehr schön. Da ist es so, dass ich eine große Scholle jagen muss. Ja? Und da steht ja dann, in welchen Gebieten. Das ist vor den Küsten von East und Sussex und so weiter, bla bla bla. Aber es gibt keine großen Schollen. Ja, es gibt nur kleine und mittelgroße. Und die habe ich alle gefangen, alle, die ich brauche, so viele. Und dann habe ich mal geguckt, weil, sag ich mal so, wenn du in 5 verschiedenen Gebieten bist und dich da 20 Minuten aufhältst und es taucht keine große Scholle auf, dann fängst du auch mal an nachzudenken und denkst dann auch mal so in diesem, was in diesem Spiel schon alles schief gelaufen ist. Und dann habe ich einfach mal geguckt und es ist tatsächlich so, dass die Scholle bei vielen gar nicht auftaucht, bei manchen wiederum schon, wenn sie Glück haben. Und bei manchen ist das gar kein Problem. So, und dann geht's wieder los, dann wird da diskutiert, ob das an der PC-Version liegt, an der Xbox-Version, an der PlayStation-Version und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr strange. Und deswegen werde ich den Fisch erstmal zurückstellen. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist nur was für mich. Das mache ich nicht für die Aufnahme. Es geht dann halt nur darum, dass ich bei dem Jungen da alles fertig mache. Ja, das ist so mein innerer Monk, das fertig zu kriegen. Beeinträchtigt uns jetzt hier nicht in der Aufnahme. Ich wollte nur mal sagen, also da haben wir wieder was gefunden, was nicht ganz richtig ist. Jetzt gucken wir mal mit ihm hier. Auf Odin, auf Thor, auf Freya und jede Walküria und die Lodenhosen. Komm zu mir, Ragnar, finde mich im Rausch. Komm. Ich hole erstmal die Truhe. Na komm, dann lass uns mal kämpfen, würde ich sagen. Das ist ein kleines Areal hier. Sei gegrüßt, Kriegerin. Sind diese Auen dein Langhaus? Deine Methalle? Dies ist die Ritualstätte eines Drängers. Ich bin's Skegjeld. Radnar Lodbrok verschworen. Mit Huger und Leib. Eisen und Leben. Ich suche jemanden, der mit mir den Brauch vollzieht und bis zum Tode kämpft. Verstehe. Du hast in mir nicht den schlechtesten Gegner gefunden.
Dann gib dich der Dränger Sey dahin. Ragnar zeigte es mir in Upsalir 9 Monde lang und ich habe nie wieder aufgehört. Ich kämpfe nur gegen jene, die sich auch berauschen lassen. Ansonsten hätte ich einen wahrlich ungerechten Vorteil. Was für ein Trank ist das? Met und gammliges Brot? Ein heiliges Ale flüchtiger Geister. Mit Amanita muscaria, Thors Pilz. Ragnar und ich stürzten diesen großen Trank vor jedem Raubzug. Oft sah ich, wie er die Gesetze des Kampfes überstieg. Trinke von dem Gebräu, das hier brodelt, und wir ergeben uns gemeinsam einem Rausch, dem nur eine wieder entkommen wird. Ah, okay. Ja, dann, dann lese ich erstmal hier. Nein, nicht Nahrung. Lesen. Gerste und Hopfen für das Gebräu, das unsere Krieger stärkt, und Pflaumen für Jarl Heming. Er mag es immer etwas süßer. Ah. So einer ist das also. Ja, das Ding ist, kämpfe ich gegen die mit Schild oder nicht? Gegen diese kleinen Würstchen ist das ja kein Problem, ne? Die machst du ja so fertig, da war es ja. Nehmen wir mal lieber ein Schild mit. Nur für den Fall der Fälle. Komm, trinken wir hier raus. Weil wir stehen mit dem Fuß im Feuer. Eivor! Eivor! Okay, was passiert jetzt mit uns? Mögest du mit starken Schritten auf Bifrost wandeln, Drängar? Ich bin froh, dass du zurück bist. Wahre Drängier laufen nicht davon. Sie sind... Ja, halt dein Maul. Lass uns kämpfen. Okay, was war das? Ah, hör auf, mich zu beleidigen. Bin kein blutiger Sack Scheiße. Was denkst du? Da. So. Blutiger Sack Scheiße. Du hast gut gekämpft. Unsere Reise war gerecht. Und deine geht nun weiter. Ich fliege davon. Lebe wohl. Ich werde den Gott der Dichtkunst kennenlernen. Okay, hasta la vista, Baby. Ab nach Valhall mit dir. Okay. Direkt mal 2 Fertigkeiten wieder gekriegt. Können wir direkt uns angucken. Wo wollten wir denn lang gehen? Das haben wir. Wir sind ja schon hier oben. Werben. Ah, okay. So, jetzt habe ich gerade gesehen, durch Zufall. Hier. Ein Artefakt, das holen wir uns auch noch. Da. Ohne der heilenden Abwehr? Okay. Oh. Fallschaden, ich komme? Oh ne, doch nicht. Oh, Glück gehabt. Wald von Shivudu. Oh, kleiner... Hier wartet irgendwas auf uns. Das ist bestimmt... Ach, es ist ein Seder. Kenne ich an der Musik. In diesem Land lastet ein dunkler Seder. Ja. Okay, da muss ich rein. Gehen wir hier lang. Das waren Kerzen, ich dachte schon. Komme ich nicht hoch? Echt nicht?
Müssen wir hier lang? Da ist er ja. So. Oh, hier sind Pfeile. Auch gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir jetzt Vili. Ja. Boah, wo kommt das Pferd denn her? So, und was ich auch noch sagen möchte. Ja. Wir haben noch zwei Eiferer. So. Wir haben hier die Hinweise für die Leute. Die können wir auch verfolgen. Ja? Würde ich auch gerne zeitnah machen. Würde aber auch gerne die Eiferer finden. So, da die Eiferer hier aber nicht mehr irgendwie zu sehen sind auf der Karte, heißt das für mich, die sind irgendwo in diesen Gebieten, die wir noch nicht erkundet haben. So. Das wiederum heißt, dass ich zeitnah auch diese Gebiete, dass ich die Karte komplett aufdecke. Ja, das wäre jetzt eigentlich, wenn wir Vili fertig haben, wäre das mein nächstes Ziel, dahin zu reiten, wo wir die Karten komplett aufdecken können. Dann können wir nämlich beide Eiferer, die wir noch haben, killen. Und wenn wir das gemacht haben, dann will ich die beiden, dann kriege ich sie hier wahrscheinlich, die Hake, dann kriege ich ihn und dann können wir den ganzen Orden auslöschen. Ja, ich will das von der Rangfolge der von der Rangfolge einfach, ne? Ich will die schwachen Eiferer vorher besiegt haben, bevor ich den Vater töte. Ja? Weiß noch nicht mal, ob man den Vater überhaupt töten kann oder ob der erst mit Ende der Hauptstory bekannt ist. Weiß ich ja alles nicht. Na, deswegen müssen wir da mal noch gucken, aber ich wollte es nur schon mal ankündigen, dass wir uns auch zeitnah darum kümmern werden, diese ganzen Gebiete aufzudecken. Ja. Das war meine Message. Meine Message für heute. Ja, das ist ja alles sehr blöd, obwohl hier könnten wir wieder reiten. Wo sie Vili aufhält. Der Sand verrinnt. Sprich mit Vili. Achso, hier. Oh. Aber Raben. Ich weiß, dass ich Rabenfedern brauche. Hast du dir den geholt hier? Jawohl, Rabenfedern. Korrekt. Einen müssen wir aber noch. Okay. Haben wir noch eine Feder gekriegt? Nein, haben wir nicht. Oh, noch eine Rabenfeder, warte. Ach, guck mal, er ist ganz dreist. Aha. Oh. Ach, hier ist er jetzt? Okay, noch eine Rabenfeder, alles klar. Brauch Pfeile, wie ich feststelle. So, Vili. Was geht ab? Vili. Da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. In Ordnung, aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig werde, hast du stark übertrieben. Okay, folge Vili. Du kämpfst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Du lehrtest mich, gegen leere Luft zu fechten, Vili. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut. Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Der Turm dort. Er erinnert mich an die kaputte Mauer im Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnere.
Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du den Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Ha! Sehr schön. Dieses gekünstelte Lachen hier, was soll das denn? Oh. Stammbuch! Hat Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Los, schnell! Oh Mann, begib dich nach Stammbuch, komm! Willi, hau rein. Was ist hier geschehen? Oder? Eivor! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor! Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Okay. Ich versuche mir anzugewöhnen, in diesen Zwischensequenzen einfach mal meine Kamera auszuschalten. Hier war noch irgendwo einer. Ich habe ihn doch gerade gehört. Was ist los? Brauchst du Hilfe? Ich glaube, er braucht Hilfe. Na, hier komme ich nicht rein. Herr Kumpel, hast du eine Ahnung, wie ich da bei dir reinkommen soll? Aber ich kann ihm nicht helfen, kann das sein? Ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Hier sind welche dran. Lass deine Habe hier. Lauf zu Trügwi. Bei ihm bist du sicher. Okay. Wir haben keine Zeit zum Lesen, ne? Ich sehe nämlich schon, dass da jemand meine Hilfe braucht. Ja, ich brenne auch, tut mir leid. Was hier? Vielen Dank, Dränger. Danke. Kein Problem, du hast irgendeinen Gehfehler. Du konntest eh nicht so schnell rausgehen, wahrscheinlich. Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Was ist mit dir? Bitte! Meine Eltern stecken in der Falle! Wo? Wahrscheinlich ist das hier die Falle, ne? Ja, ihr seid da drin, okay. Komm mal rein. Hallo. Hörte meine Frau, bitte. Okay. Lass mich hier.
Ich rette euch beide. Halt dein Maul. Das war ihr letzter Atemzug. Eivor! Eivor, wo bist du? Komm her! Ja, ich muss ja mal gucken. Kann ich ihn noch hier retten? Wenigstens noch raus. Ich hab ihn dir noch rausgebracht. Lili, antworte mir! Wo bist du? Ja, tut mir leid, ich konnte nur einen. Da. Wow. Komm. Ja, komm, machen wir. Das hat jetzt gar keinen Ton von sich gegeben. Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. Okay, dann gehen wir aus dem Weg. Helheim wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allfrachter sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Und da wollen wir sie hinbringen? Okay. Legen wir sie genau vors Tor. Das ist gut. Oh, danke, Billy. Vielen Dank. Nur deinetwegen. Atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Billy. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trygvi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Willi, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut, wegen seiner Gesundheit. So ist es. Er sagte, Willi nehme es nicht an. Willi lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Billy sprechen. Okay. Da sind wir wieder. So, der Kinderfall ist nordwestlich von Stanbuch. Ah, korrekt. Das ist sehr gut. Dann kommen wir da hin. Okay. Das Artefakt peilen wir auf dem Weg dahin an. Das ist schön. Von hier aus können wir dann auch dann da hochgehen. Okay, perfekt. Ich überlege, ob wir dieses Rätsel machen. Ich will einfach mal ja sagen, es ist auf dem Weg. Warum haltet ihr nicht still? Ach. Erst den hier. Wieder Kinder. Den und. Nein. Kannst du den Stein sagen, dass sie stehen bleiben sollen? Ich muss einen Steinmann bauen, der mich vor den Piktenmännern beschützt. Ich gebe mir so viel Mühe.
aber es klappt einfach nicht. Echt jetzt? Hey, das kannst du ja richtig gut. Bleib stehen. Stell es dir als eine Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit. Aber sie fallen immer um. Du musst dich von der Schönheit der Natur leiten lassen. Form, Gleichgewicht und Ausdruck sind entscheidend. Dass du mir das gezeigt hast. Ruhige Hand und ruhiges Herz, kleine Riesin. Leb wohl. Ja, wenn die anderen Steine gut allein zurichten, auch mal Papa, so einfach wären. Sagt euch nicht um mich. Ich habe ein Heer von Steinmännern, die mich beschützen. Oh je, es ist alleine das Kind. Ein Kind. Ja, ich weiß ja, also es ist ein alleinstehendes Kind, das ist nicht schön. Was ist das denn hier für eine Höhle? Was? Ach, ein Zelt. Treiben sich böse Geister her. Ich merke den Seder auch gerade. Geh mal hoch. Denk dich ja gerne in diese Höhle rein. Aber der Seder wird hier stärker. Okay, er ist unter uns, alles klar. Dann war der Weg umsonst, dann müssen wir in die Höhle rein. Echt jetzt? Hat er den Stein dahin gepackt? Warte. Das ist gut, dass der Seder nicht durch irgendwelche mythischen Kreaturen bewacht wird oder sowas, weißt du? Boah, das wäre eigentlich auch eine ganz coole Sache. Also bei jedem Fluch auch irgendwie so ein verfluchtes Tier wäre oder sowas. Oder irgendein Wesen. Was war das? Nicht so gut. Das waren Scheißpilze, ne? Irgendein Mist gerade gegessen, ey, das hat mir das ganze Leben abgezogen. Immer hier weiter. Nehmen wir jetzt nicht alles hier mit. Da ist noch was. Kommen wir hier hin? Achso, jetzt sind wir draußen. Okay, alles klar. Okay. Ach korrekt, wir sind sogar weitergekommen. Geil. Hier sind auch ganz viele Rätsel noch. Na gut, dann machen wir das alles. Wasserfall ist da. Ich werde. Der Wasserfall ist wunderschön. Willi hatte recht. Wo er wohl ist. Der ist echt schön, ne?
Ich denke, wir müssen eh klettern. Ach, guck mal, da. Da unten ist was. Das holen wir uns mal hin. Ach, Steine basteln wir da. Das eine Rätsel ist Steine gabeln. Bin ich jetzt noch nicht so von angetan. Erstmal abchecken wollen, wo Willi ist. Da. Ich wäre nämlich ganz nach oben geklettert. Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Willi, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Du wirst aber Jarl, Willi. Dein Vater erwartet es. Und die Menschen Snottinger haben Schiers auch. Ich brauche nur die Sonne auf meiner Haut und eine Axt in meiner Hand. Ale und Abenteuer, nicht das ruhige Leben eines Jarls. Du wendest dich gegen den Brauch, Willi. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Willi. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Und Sigurd ist eh ein Arsch geworden mittlerweile. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Willi, komm schnell! Da kennen wohl noch andere sein Geheimversteck. Noch ein Angriff? Dein Vater! Er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Okay. So, da sind wir wieder. Ja, Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Ja, schnell hin. Jetzt konnten wir uns das Rätsel nicht angucken, aber ist auch egal. Ach, da ist er. Aber es geht um deinen Vater. Gib mal Zunder. Oh. Dachte schon. Hemtorp. Nicht Hemtorp. Weg. Weg.
Unser Jarl. Bald schließt er sich unseren Eivor. Wir sind zu früh mit der Kamera. Und wir ahnen, dass das so ein langer Ladebildschirm wird. Euch beide wieder so zusammenzusehen. Erinnert mich an früher. Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seder. Hiermit hielt ich dich, Willi, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Ich... Vater. Willi. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Die Edelinge treffen nach und nach ein. Trückvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Okay. So, da bin ich auch wieder. Okay, Trückvi bereitet den Scheiterhaufen vor. Okay, so, wo sind wir jetzt überhaupt gelandet? Okay, wir sind hier. Mhm. Gut, hier gibt es ein paar Sachen zu erledigen. Charisma können wir machen. Hier ist noch ein Rätsel, das würde ich... Also ich würde gerne, bevor wir das mit dem Scheiterhaufen weitermachen, die Sachen hier einmal abschließen, ne? Das heißt, ich hole mir jetzt hier diese Kiste, die hier ist. Dann hole ich mir das, dann gehe ich trinken. Das müssen wir jetzt auch nicht aufnehmen. Und wir sehen uns dann beim Charisma wieder.
machen dann das und dann gehen wir hier hoch und dann hole ich mir auch diesen Aussichtspunkt. Gut, dann Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.